Herr Kopp, Ihre Reise führt nach Norwegen. Was zeichnet diese Region besonders aus? Was macht die Reise für Sie einzigartig? Ja, Norwegen ist ein wunderbares Reiseland. Ich bin ganz begeisterter Nordlandfahrer und diese Wanderreise, die wir jetzt hier aufgelegt haben in Südnorwegen, besticht durch einmalige Landschaftserlebnisse, wunderbare Fjorde, Fjelle, Wasserfälle. Ich kann gar nicht aufhören, die positiven Dinge zu erzählen. Kommen Sie einfach mit auf diese wunderbare Reise. Die Reise findet ja im Juli statt. Warum gerade zu dieser Zeit? Ja, der Juli ist natürlich genial. Im Nordnorwegen feiert man ja im Juli die Mitternachtssonne. Im Südnorwegen geht zwar die Sonne noch unter, aber die Tage sind sehr lang und die Nächte kurz. Und wir können natürlich in dieser Zeit hervorragend wandern und die Ortschaften entdecken. Juli ist einfach eine tolle Reisezeit, um Südnorwegen zu besuchen. Herr Kopp, was sind für Sie persönlich die Höhepunkte der Reise? Auf was freuen Sie sich besonders? Unbedingt die Wanderungen. Also ich bin ganz begeisterter Wanderer. Das ist ja ein richtiger Blumenstrauß von schön aufgelegten Wandertouren. Und mein persönliches Highlight ist natürlich der Breakerstølen hoch über dem Lysefjord. Das muss man gesehen haben. Wie sind die Gäste während der Reise untergebracht? Welche Hotels und in welcher Lage darf man während der Reise erwarten? Ja, wir sind in ausgesuchten Hotels unterwegs. Wir haben also nicht ein Standquartier, sondern lernen viele verschiedene Hotels kennen, dann ja mit ausgesprochener norwegischer Gastfreundschaft und hervorragender Küche. Lassen Sie sich einladen, da mit zu logieren. Welchen Schwierigkeitsgrad haben die Wanderrouten? Auf was muss sich der Wanderer einstellen und welche Dauer haben die Touren? Also die Wanderwege, die wir für Sie ausgesucht haben, sind auf gut befestigten Wegen, sind mittelschwer zu gehen, aber wir wollen entspannt durch dieses schöne Südnorwegen wandern. Wir wandern so täglich 2 bis 5 Stunden im gemäßigten Tempo, sodass im Prinzip alle mitkommen können. Wenn Sie ganz ambitioniert sind, können Sie noch eine Extraschlaufe wandern, sodass für jeden, was dabei ist, bei dieser Südnorwegen-Wandertour. Welche kulinarischen Besonderheiten dürfen die Reisegäste in der Region während der Reise erwarten? Ja, Norwegen ist natürlich bekannt für Fischgerichte. Die leben ja so nahe am Wasser, dass das ein Eldorado für Fischliebhaber ist. Viel frischen Fisch, aber auch für diejenigen, die gern vegetarisch leben oder doch gern mal ein Stück Fleisch essen, ist von dieser norwegischen herrlichen Küche was zu empfehlen. Wie muss man sich das Programm während der Reise vorstellen? Ist man von morgens bis abends mit der Gruppe unterwegs oder gibt es auch Zeit für individuelle Unternehmungen? Also das Programm ist locker eingestellt. Also wir haben nicht allzu lange Busfahrten und werden dann schöne Wanderungen machen, die uns aber auch ermöglichen, dass wir vor Ort noch genügend Zeit haben, die schönen norwegischen Städtchen und Orte zu besichtigen und sich mal gemütlich niederzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Herr Kopp, Ihre Reise führt ja nach Norwegen. Was zeichnet Ihrer Meinung nach dieses Land und seine Menschen besonders aus? Ja, Norwegen ist einfach ein wunderbar gastfreundliches Land mit herzlichen und offenen Bewohnern, die sich über Gäste freuen und dann ganz begeistert sind von ihrer Landschaft und diese Begeisterung auch auf Besucher übertragen wollen und sie mitreißen wollen mit diesen spektakulären Landschaftserlebnissen. Herr Kopp, viele Reisegäste haben die Befürchtung, Norwegen sei so ein teures Land, auch wenn man sich unterwegs mal was kaufen will. Stimmt das? Wir haben ja Halbpension und wir werden hervorragend verköstigt. Alleine die Frühstücksbuffets in den Hotels, da kann man sich wirklich gut laben und stärken für den ganzen Tag, sodass man mittags eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, während den Besichtigungen oder Wanderungen braucht. Abends sind wir dann wieder sehr gut versorgt. Meistens gibt es Buffet oder leckeres Menü und das eine oder andere Bierchen. Gut, wir haben nicht die günstigen Preise wie bei uns, aber wir haben ja auch Bordverpflegung. Also im Heidegger Bus sind ja die bewährten Getränke, sodass man nicht an Durst leiden muss.
Mich würde interessieren, haben Sie unseren Reisegästen vielleicht noch einen persönlichen Tipp? Für was sollte man sich während der Reise auf jeden Fall Zeit nehmen? Also mein Highlight ist ja also der Fischmarkt in Bergen. Da sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen und darüber schlendern und auch also dieses historische Ambiente genießen, also von dem Hanseviertel, von den Brücken mit ihren 280 also romantischen Häusern. Welche anderen Reisen kann man denn in diesem Jahr noch mit Ihnen zusammen unternehmen? Ja, durch dass ich ja so passionierter Wanderer bin, also biete ich also noch zwei spannende Wanderreisen an, unter anderem in der Südbretagne und in der Nordbretagne. Beides also ganz spektakuläre Küstenlandschaften mit schönen Städten und Stränden und auch ausgesuchten wunderbaren Wanderungen. Gerne würde ich Sie auch dahin entführen.